herzlich willkommen auf meinem Kanal Einfach Yummy zu einem neuen Video. Heute machen wir uns Weihnachtsknusperberge. Ja, vielleicht braucht ihr ja noch ein Mitbringsel, eine selbstgemachte Geschenkidee für den nächsten Adventskaffee oder ihr wollt euren Kollegen bei der Arbeit eine kleine Freude machen. Dann sind diese leckeren Knusperberge wirklich eine schöne Idee. Wir brauchen auch nur 4 Zutaten dafür. Ich blende sie euch mal ein. Ihr wisst aber, ihr könnt auch alles unten in der Videobeschreibung nachlesen. Dort habe ich das ganze Rezept für euch nochmal aufgeschrieben. Und jetzt legen wir einfach los. Als allererstes brauchen wir 50 Gramm Mandeln. Die kommen in den Mixtopf und werden zerkleinert. Wer mag und hat, kann seinen Miximizer einsetzen. 10 Sekunden auf der Stufe 4. So, die Mandeln sind zerkleinert, beziehungsweise sie sind gehackt. Schaut mal. So sehen sie jetzt aus. Die füllen wir gerade wieder ins Schälchen zurück und stellen sie an die Seite. Mixtopf brauchen wir nicht spülen, es geht gleich weiter. Wir brauchen 250 Gramm Schokolade in Stücken. Und ich habe jetzt hier meine ganzen Reste mal zusammengesammelt. Das hat mich schon lange gestört und das ist ein ideales Rezept dafür, falls ihr auch noch angebrochene Tafeln Schokolade habt. Ich habe jetzt hier zum Beispiel Vollmilchschokolade, dann habe ich noch ein paar Stückchen Zartbitter gehabt und ich habe hier noch Erdnussschokolade. Das habe ich jetzt alles zusammengewürfelt und 250 Gramm abgewogen. Also wer das nicht mag, dieses zusammengewürfelte, der kann natürlich auch eine Sorte nehmen. Ihr könnt Vollmilchschokolade nehmen, Zartbitterschokolade oder weiße Schokolade, ganz nach Geschmack. So, das zerkleinern wir ebenfalls. Ich verteile alles gleichmäßig ums Messer, setze meinen Miximizer wieder ein und zerkleinere die Schokolade. 5 Sekunden auf der Stufe 7. So, danach schiebe ich sie einmal runter. Sie sieht jetzt übrigens so aus, ist richtig schön zerkleinert worden. Jetzt einmal runterschieben, Deckel wieder aufsetzen und 3 Minuten lang bei 40 Grad auf der Stufe 1 schmelzen. Ja, die Schokolade ist geschmolzen. Hier haben wir sie. Die fülle ich jetzt in eine mittelgroße Schüssel um. Gebe die zerkleinerten Mandeln dazu. Dann von meinem selber hergestellten Lebkuchengewürz. Ich habe euch ja versprochen, dass da noch einige Rezepte kommen, bei denen ihr das selber gemachte Lebkuchengewürz benötigt. 1,5 Teelöffel. Und 80 Gramm Haferflakes. Ich habe jetzt diese hier gewählt oder ihr könnt auch Puffreis nehmen. Ja, und dann alles mit dem Spatel oder mit einem Esslöffel vermischen. Ja, und schon ist die Masse für unsere weihnachtlichen Knusperberge fertig. So schnell geht das Ganze. Wir brauchen sie jetzt auch nicht abbacken. Nur noch mit 2 Teelöffel kleine Berge auf ein Backblech mit Backpapier setzen. Ja, und dann ist auch schon die selber gemachte Geschenkidee fertig. Ich mache mir jetzt hier kurz Platz und dann legen wir los. Thank you.
Ja, und so schnell haben wir jetzt die weihnachtlichen Knusperberge gezaubert. So sehen sie aus. Die könnt ihr jetzt etwas kühl stellen und noch vollkommen auskühlen lassen. Dann werden sie auch schön fest. Und dann könnt ihr sie schon verschenken oder selber vernaschen, ganz wie ihr wollt. Ihr habt gesehen, es ging wirklich sowas von schnell und einfach. Also die müsst ihr unbedingt ausprobieren und ja, als kleines Geschenk dann mitbringen. Das kommt immer gut an, gerade wenn es selbst gemacht ist. Da freut man sich einfach drüber. Ich hoffe sehr, euch hat das Rezept gefallen und ihr lasst mir ein dickes Däumchen da. Abonniert ganz fleißig den Kanal weiter, falls ihr es noch nicht getan habt. Ja, und dann freue ich mich wieder von euch zu hören. Viel Spaß beim Ausprobieren, beim Vernaschen. Lasst sie euch gut schmecken oder verschenkt sie. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Falls ihr jetzt Lust auf weitere Rezepte habt, wisst ihr ja, könnt ihr hier drüben vorbeischauen. Hier könnt ihr mich ganz kostenlos abonnieren. Habt noch einen wunderschönen Tag, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss!